Die vor rund 4 Jahren gepflanzten Schnurbäume vor der Reutlinger Stadthalle bekommen eine sogenannte Vitalisierung verpasst. Das hat jetzt die Stadt bekannt gegeben. Die Bäume wachsen nicht wie gewollt. Als Ursachen wurden Hagel, Frost sowie falsche Planung identifiziert. Sie sollen jetzt durch ein von der Stadt initiiertes 10-stufiges Pflegeprogramm den gewünschten Schub erhalten. Dieses wird von der Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Gärtner durchgeführt. Dabei kommen unter anderem ein Kronenschnitt, eine Lockerung des Bodens sowie eine Aufbaukur zum Einsatz. Im April sollen zudem rund 15 besonders geschädigte Bäume ausgetauscht werden. Die Vitalisierung soll dabei rund 250.000 Euro kosten, die weitere Pflege für weitere 5 Jahre rund 90.000 Euro. Die Stadt will die Kosten als Schadensersatz gegenüber beteiligten Firmen geltend machen.